Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe eben noch mal den Hinweis bekommen, dass ich begrüßen soll als Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil wir bei der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung 48 Tage Frieden der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind. Es gibt dann nachher auch Veranstaltungen von der Linken und von der Fraktion, aber ausdrücklich die der Hinweis auch deshalb, weil ein paar Kameras laufen und weil wir immer rechnungshofpolitisch extrem korrekt sind. Das will ich vorwegschicken. Ich will ganz herzlich Sie hier begrüßen, will mich für die vielen, ja auch sehr interessanten Zusagen bedanken und gehe von sehr spannenden Diskussionen hier in Berlin aus. Ich will zu Beginn zur Einleitung ein paar Worte sagen, zwei Vorbemerkungen machen. Die eine ist die, ich habe ja auch viele Kollegen aus meiner Bundestagsfraktion, wir haben in den letzten Wochen auf dem Gebiet der Auslandseinsätze eine Intensität gehabt, wie lange nicht mehr. Das ist aber mehr oder weniger unbemerkt in der Öffentlichkeit gelaufen. Also Verlängerung von Mandaten, aber auch ganz neue. Das ist schon eine neue Qualität. Durch das Thema Flüchtlinge ist alles überlagert worden. Also wir haben einen neuen Mali-Einsatz beschlossen, wir haben den Afghanistan-Einsatz aufgestockt, die AVEX-Einsätze. Den Krieg in Syrien tragen wir mit. Frau von der Leyen hat schon hier gerufen bei Libyen, obwohl noch gar nicht gefragt. Also es gibt eine wahnsinnige Rasanz in dieser Frage und es gibt kaum eine öffentliche Resonanz. Ich will das nur hier am Anfang sagen, weil das alles wird durch das Thema Flüchtlinge überdeckt. Und ich finde, das ist zumindest nachdenkenswert auch auf dieser Konferenz. Und zweitens will ich dann zu dem großen Thema, was im Moment die Öffentlichkeit beherrscht, Flüchtlinge nur das sagen. Ich glaube, dass wir noch viel mehr verinnerlichen müssen, dass die Flüchtlinge die Botschafter der Kriege und des Elends dieser Welt sind. Und dass genau das Friedensthema auf das Engste mit dieser Thematik verbunden ist. Nicht irgendwelche Lösungen mit der Türkei oder Nichtlösungen werden hier langfristig etwas bewegen, sondern wirklich eine andere Außenpolitik, ein anderes Herangehen zum Thema Friedenspolitik. Ich glaube, linke Friedenspolitik ist ohne eine friedliche Außenpolitik nicht zu denken. Linke Friedenspolitik ist auch nicht denkbar ohne den Kampf für soziale Gerechtigkeit, Demokratisierung, Emanzipation und Umweltschutz. Und wenn ich gefragt werden würde, und heute bin ich ja gefragt oder ich habe die Gelegenheit, was denn linke Außen- und Friedenspolitik, was man denn darunter versteht, dann würde ich immer mit Außenpolitik beginnen und das wie folgt umreißen. Zunächst würde ich darlegen, welche außenpolitischen Zielvorstellungen ich habe und erklären, was denn daran links sein soll. Und dann müsste in einem zweiten Satz, müssten erste Schritte für eine friedliche Außenpolitik benannt werden, die dann auch wirklich realistisch wirken, die aber auch deutlich machen, dass das bisher ausgefahrene Gleis der Politik verlassen werden muss. Manches Mal, das will ich deutlich sagen, geht das dann nicht ohne Kompromisse mit anderen gesellschaftlichen Kräften und Meinungen. Das heißt, Politik auch, friedliche Außenpolitik, Friedenspolitik, ist auch ein Ausdruck gesellschaftlichen Kompromisses. Linke Außen- und Friedenspolitik ist daher nicht oder kann daher nicht als avantgardistische Politik daherkommen. Der Zusammenhang aber zu Zielvorstellungen, das friedliche Zusammenleben der Menschen und deren individuelle Entfaltung muss dabei immer erkennbar bleiben. Wenn ich die außenpolitischen Zielsetzungen meiner Partei Revue passieren lassen, fällt mir immer wieder auf, dass zentrale Positionen und vor allen Dingen unsere Prinzipien und Zielvorstellungen zumindest ihrer Herkunft nach nicht zwingend links sind. Die Ablehnung von Krieg als Mittel der Politik ist beispielsweise eher der bürgerlichen Bewegung des Pazifismus, in der bürgerlichen Bewegung des Pazifismus zu verorten, als in den traditionellen sozialistischen und kommunistischen Parteien. Was letztere ablehnten, waren imperialistische Kriege. Ob sie denn diesen Bekenntnissen in jedem Ernstfall Folge geleistet haben, das wissen wir aus der Geschichte, dass das nicht so war. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,
Es klingt seltsam, aber Krieg als Mittel der Politik abzulehnen, wo wir doch alle wissen und sehen, dass Kriege seit Jahrhunderten Mittel der Politik sind, das klingt logischerweise seltsam. Was man deshalb konsequenterweise nach meiner Auffassung ablehnen muss, sind politische Ziele, die ohne Kriegsoption nicht verfolgt werden können. Und erst hier wird erkennbar, wo dieses Links, wo unser Links anfängt. Zwar kann und muss ich politische Ziele, die den Krieg bedeuten können, kritisieren, bekämpfen kann ich sie aber nur, indem ich mich für die ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen, ökonomischen, ethnischen, religiösen Interessen zu interessieren anfange. Ich muss mich fragen lassen und vor allen Dingen auch selbst fragen, welche gesellschaftlichen Strukturänderungen für eine Pazifizierung der Gesellschaft dringend erforderlich sind. Freilich darf das nicht zu einem Entlastungsdiskurs verkommen nach dem Motto, also erst im Sozialismus ist Frieden und so lange ist das eh nicht möglich. Das kenne ich aus meiner ersten Ausbildung, da war das relativ einfach. Wenn endlich der Sozialismus weltweit gesiegt hat, gibt es keine Kriege. War dann etwas schwierig, den Konflikt zwischen Vietnam und China zu erklären. Aber das war damals nicht so das Allervordergründigste. Es zeigt aber nur, dass es in einer kapitalistisch strukturierten Gesellschaftsform starke, machtpolitisch wirksame Einflussgruppen gibt, an denen allzu euphorische und idealistische Politikvorstellungen schnell zerschellen werden. Das muss allen klar sein, die auch mehr Friedensorientierung in der Außenpolitik, auch in Akteur aller Außenpolitik wollen. Aber gerade deshalb ist ein radikaler friedenspolitischer Impuls wichtig, damit wir die richtige Richtung nicht verlieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese friedenspolitische Konferenz oder die 48 Stunden der Rosa-Luxemburg-Stiftung stattfinden. Diesen friedenspolitischen Impuls, den gibt es allerdings seit Jahren, und das habe ich mit dem kleinen Bezug am Beginn zum Deutschen Bundestag gesagt, den gibt es seit vielen Jahren in Konsequenz nur von einer politischen Kraft, und das ist die Linke. Ähnliches gilt auch für das Thema Völkerrechtsorientierung. Ich habe Norman Pech hier vorhin begrüßt, er wird sich zumindest über das Substantiv freuen. Die Anfänge des modernen Völkerrechts bildeten sich am Ende des Dreißigjährigen Krieges raus, wie bekannt ist, und es wäre sicherlich etwas verwegen, hier schon etwas Linkes zu vermuten. Gleichwohl spielt die Rechtlichkeit eine wichtige Rolle für die Linke. Das Recht verhindert, wie unvollkommen es auch immer sein mag, die unmittelbare Durchsetzung von Machtansprüchen durch die Mächtigeren. Da gibt es einen wunderschönen Spruch im Fraktionssaal der linken Bundestagsfraktion von Rousseau. Macht muss sich der Rechtsform anpassen, so wie freilich auch das Recht der Machtdurchsetzung anpassbar ist. Daher besteht die Gefahr, dass eine Rechtsordnung zur bloßen Fassade ungehemmter Machtdurchsetzung verkommt. Daher muss die Linke, sofern sie sich politischer und sozialer Emanzipation verpflichtet weiß, ein aufgeschlossenes Verhältnis zum Recht haben, gerade auch zum Völkerrecht. Genau deshalb muss sie sich auch für seine Defizite und deren Behebung interessieren, was nichts anderes ist. Es wird nichts anderes, als dass wir deshalb das Völkerrecht in dieser Frage in den Blick nehmen müssen. Beispielsweise wird sehr oft und sehr gern von dem Gewaltmonopol der UNO gesprochen, obwohl wir wissen, dass letztlich nur die Staaten Gewaltmonopolisten sind. Was in UN-Gremien daher real entschieden wird, welcher Gewalteinsatz in welcher Form legitim ist und welches nicht ist, wird de facto durch Einzelstaaten bestimmt. Die UNO selbst kann gar nicht Gewalt einsetzen, sondern sie kann entweder Staaten beauftragen, auf UN-legitimierte Weise Gewalt einzusetzen, oder sie kann selbst, jedenfalls theoretisch, ein Kommando über UN-Truppen ausüben, die freilich aus anderen gestellt werden. Also die Rede von einem Gewaltmonopol der UNO hat daher keinen unmittelbaren, sondern eher einen metaphorischen Sinn. Aufgrund dieser Gewaltstruktur bleibt die Frage nach der Legitimität von UN-Einsätzen
insbesondere von lediglich UN-Mandatierten, umstritten. Dieses Legitimationsproblem verschärft sich durch die Fortexistenz der Nachkriegsstruktur des UN-Sicherheitsrates, des inzwischen einzigen UN-Gremiums, das UN-Militäreinsätze beschließt. Denn gegen ein Veto eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder kommt bekanntlich keine Resolution zustande. Das Übergewicht von 3 NATO-Staaten bei den ständigen Mitgliedern kann aber dabei den einen oder anderen Verdacht nicht von der Hand wischen, dass der Sicherheitsrat letztlich ein Genehmigungsorgan für die NATO ist. Der Widerstand Russlands und auch Chinas manchmal ist dort unterschiedlich. Der Kosovo-Krieg hat da sehr deutlich gezeigt, dass die NATO im Übrigen bereit ist, auch Aggressionskriege zu führen, wenn sie im UNO-Sicherheitsrat nicht durchkommt. Wir alle haben das leidvoll erfahren. Der letzte Irakkrieg hat dann sogar gezeigt, dass die USA nicht nur im Zweifel ohne UNO, sondern notfalls sogar ohne NATO, dann eben mit einer sogenannten Koalition der Willigen Kriege führen kann. Das wird aktuell im Übrigen auch im Krieg gegen den IS praktiziert, wo es ja auch Koalitionen der Willigen gibt und wo zumindest dieses Rechtliche ausgehöhlt wird. Frieden und friedliche Koexistenz zwischen Staaten und innerhalb dieser ist dennoch ohne eine Organisation wie die UNO kaum denkbar. Deshalb hat die Linke des Öfteren ihr Interesse an einer UN-Reform geäußert. Zusammen mit dem Beharren auf dem Gewaltmonopol der UNO bedeutet das meines Erachtens mindestens zweierlei. Der UN-Sicherheitsrat bedarf dringend einer Demokratisierung. Was unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht sinnvoll war, dass die Siegermächte gewissermaßen als Garanten für eine Friedensordnung auftreten mussten, das ist heute mit Sicherheit obsolet. Und zweitens, und das ist sicher ein etwas kontroverser Gedanke, muss die UNO eigene Sanktionsmittel haben. Wenn nämlich nicht, was heißt denn das, wenn sie Sanktionen nicht in irgendeiner Weise umsetzen kann? Über beides lohnt es sich, in unserer Partei wieder in den Dialog zu treten und dazu Diskussionen zu führen, die durchaus ergebnisoffen sein sollten. Aber wie man das auch dreht und wendet, wer für die Stärkung des Völkerrechts eintritt, wird nicht so tun können, als gehörten die eher unangenehmen Dinge nicht dazu. Daher braucht die Linke meines Erachtens eine Verständigung darüber, für welche Reformschritte sich die Bundesrepublik Deutschland einsetzen kann, einsetzen sollte, oder eben auch die Entscheidung, dass das kein Kampffeld ist und dass man das nicht tun sollte. Schließlich haben wir die Debatte um die NATO. Natürlich wissen wir alle, wozu die NATO in der Lage ist, und da kann man viel, nicht nur auf Wahlveranstaltungen, sagen, was vergleichsweise viel Beifall bringt. Hinzu kommt auch noch, dass der Begriff der Sicherheit, den die NATO ihrer Tätigkeit zugrunde liegt, sich ja permanent verändert und nach Bedarf auch geändert wird. Die Verteidigung in Anführungsstrichen des Bündnisgebietes findet zunehmend interventionistisch und dann auch auf der ganzen Welt statt. Mit dem damaligen Begriff, dass Deutschland auch am Hindukusch verteidigt wird, ist dieses extrem manifest geworden. Insbesondere jetzt durch den und mit dem sogenannten permanenten Krieg gegen den Terrorismus. Sicherheitsbedrohungen können inzwischen ebenfalls alles Mögliche sein. Auch das wird nach Bedarf gemacht. Aber auch der Cyberangriff zum Beispiel, der bereits längst zu den Strategien und Maßnahmen von potenten NATO-Staaten gehört. Das sind natürlich schwer zu leugnende Gründe, die auch Beweggründe sein können, um für einen NATO-Austritt zu werben. Und das war ja lange Parteiposition, dann ist es modifiziert worden, wird aber immer noch ganz gern auf Parteitagen, auf Landesparteitagen beschlossen. Hinzu kommt schließlich auch, dass die Bundesrepublik aktuell nicht von feindlichen Staaten umzingelt ist. Allerdings ignoriert diese Überlegung aus meiner Sicht einen wichtigen Umstand,
auch wenn dieser eher weniger ideologischen Charakter trägt. Die Akzeptanz der NATO-Mitgliedschaft in der Bevölkerung ist immer noch hoch, egal wie wir es sehen müssen. Was einen aus meiner Sicht merkwürdigen Gegensatz zur erfreulich geringen Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung steht. Ursache könnte sein, nach meiner Auffassung, dass es eine diffuse Angst, die sich durchaus verstärkt vor Bedrohungen gibt. Also Terror, Umweltzerstörung, Fluchtbewegung, Ressourcenknappheit. Und es gibt eine neue Unübersichtlichkeit in der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges. Das alles mag das befördern. Dagegen bietet in den Augen vieler die NATO-Mitgliedschaft eine Art symbolischen Schutz. Auf der anderen Seite wächst auch hierzulande die Kritik an dem Militärbündnis, auch wenn sich die Frage natürlich dann für uns stellt, was heißt das denn jetzt für uns? Was heißt denn diese Analyse, die ich dargelegt habe, für uns? Die NATO, so viel ist aus meiner Sicht klar, verliert, selbst wenn Deutschland aus der NATO ausscheidet, keinesfalls ihre imperialistischen Tendenzen. Die Perspektive einer friedlichen Welt liegt deshalb nach meiner Überzeugung darin, dass man für die Auflösung aller Militärbündnisse eintreten sollte, weil ansonsten immer eine Privilegierung bleibt, egal in welcher Zusammensetzung. Dennoch sind Systeme kollektiver Sicherheit etwas Unverzichtbares. Dies zeigt sich nicht zuletzt der neue Kalte Krieg, den es gibt zwischen dem Westen und Russland. Wie absurd dieser ist, darauf will ich hier nicht eingehen. Man sieht es zumindest an den Stellen, wo gemeinsam mit Russland agiert wird. Also ich will mal auf den Iran verweisen und das Atomabkommen. Ich will auf die zumindest kleinen Hoffnungsschimmer des Waffenstillstands um Aleppo verweisen, auch auf den Abzug der Russen. Das alles ist ja nur mit Russland und nicht gegen Russland so erfolgreich gewesen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, das Thema Waffenexporte ist das, was in gewisser Hinsicht natürlich das Einfachste für uns ist. In vieler anderer Hinsicht gibt es viel kompliziertere Themen. Klar ist, kaum ein Geschäft wie das Waffengeschäft ist so, ja, ich nehme das Wort ekelhaft, wie der Export von Kriegsgerät. Und das ist deshalb in besonderer Weise, wenn man sich die Diskussionen gerade jetzt wieder zum Thema Flüchtlinge anschaut, das wird de facto weggelassen. Also auch die Kanzlerin hat das in dieser Woche bei ihrer Regierungserklärung breit schwadroniert, dass man jetzt ja also diese, in Anführungsstrichen, Lösung hinbekommt. Aber das Thema Waffenexporte ist das, wo sie schlicht drüber hinweggehen und weiter so handeln, als wenn nichts gewesen wäre. Es wird weiter genehmigt. Jan van Aken fragt das dankenswerterweise immer wieder ab. Und man kann einfach feststellen, dass zwar geredet wird, insbesondere auch von Gabriel, aber de facto passiert auf diesem Sektor meines Erachtens viel zu wenig. Es bleibt dabei, zum kapitalistischen Profit mögen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Einstellungen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es den meisten Menschen gleichgültig ist, und das ist es auch nicht, wie alle Befragungen ergeben, womit dieser Profit erwirtschaftet wird. Nichts, wirklich nichts ist plausibler als ein Verbot des Waffenexports, und das ist sicherlich einer der existenziellen Punkte meiner Partei. Aber auch hier muss man auch klar sagen, gibt es mächtige Beharrungskräfte. Die deutsche Exportindustrie genießt ja offensichtlich einen besonderen Schutz und besondere Aufmerksamkeit der herrschenden Politik. Bei den Waffenexporten ist es überhaupt nicht anders, sondern sie werden sogar in besonderer Weise geschützt. Ein Exportverbot lässt sich nur in dem Maß durchsetzen, wie es gelingt, Industriekapazitäten auf zivile Produktion umzurüsten. Im Übrigen gibt es da auch gute Beispiele. Ich habe gerade hier einen Genossen aus meinem Heimatlandesverband Staffenhagen, wer sich das mal anschauen kann, ist ein Musterbeispiel, wie Konversion wirklich gut laufen kann. Aber diese Beispiele sind meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Sonst wird jede Regierung, die Schritte in Richtung wirksame Waffenexportverbote setzt, an den ökonomischen Interessen zumindest Probleme bekommen, denn es gibt viele, die dabei verdienen, und es gibt nicht nur
die Kapitalvertreter, die da auf der Matte stehen. Wie wir alle wissen, gibt es auch Gewerkschaften, die dann auf der Matte stehen und dort kritische Äußerungen tätigen. Jede dieser Interessengruppe ist in der Lage, medial zu mobilisieren. Das ist so. So grausam es klingt, durchsetzbar ist auch ein generelles Waffenverbot, davon können wir ja Lieder singen, wir beantragen das im Deutschen Bundestag ja nicht nur einmal, ist nur in Schritten, wobei wir natürlich da aufs Tempo drücken, aber das Tempo wird ja nicht höher, indem wir dort vielleicht mehr Anträge stellen, sondern da ist gesellschaftlicher Kampf dringend notwendig. So aber, und das will ich auch deutlich sagen, wie das Herr Gabriel anpackt, so allerdings geht es wirklich überhaupt nicht, denn das ist das Konterkarieren. Das ist das Konterkarieren einer ursprünglich sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistischen Tradition. Das so zu machen, widerspricht allem, wie diese Parteien mal konstituiert worden sind am Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Nichts ist aktuell in der Bundesregierung von dem geblieben, dass sie Waffenexporte verringern wollen. Im Gegenteil, sie sind aktuell so hoch wie nie zuvor. Und werden sich, wenn ich mir die aktuelle Politik anschaue, auch in der nächsten Zeit bis zum Ende dieser Legislatur nicht nennenswert ändern. Im Hinblick auf Syrien will ich noch, logischerweise, weil ich ja auch Fraktionsvorsitzender der Linken bin, ein Wort sagen zu manch auch einfachen Debatten, die wir manchmal in Friedens- und Außenpolitik führen. Ja, es ist ja völlig unbestritten und man kann sich alle Abstimmungen angucken im Deutschen Bundestag, dass wir gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland sind, das ist ja völlig unbestritten. Da kann sich auch jeder darauf verlassen, dass es dort kein Wenn und kein Aber gibt. Da gibt es viele Gründe dafür, die brauche ich hier nicht aufzählen. Und wenn es denn nur die historischen wären. Dennoch müssen wir darauf achten, dabei auch nach meiner Auffassung den Kompass nicht aus den Augen zu verlieren. Als es um den Abzug oder um die Zerstörung, die Vernichtung der Chemiewaffen des Assad-Regimes ging, haben wir da, meine ich, eine spannende Diskussion geführt. Aber aus meiner Sicht, die eine Minderheitensicht ist, will ich deutlich sagen, eine nicht richtige Entscheidung getroffen. Denn ich glaube, die Vernichtung der Chemiewaffen, das ist auch heute sichtbar, war eher sinnvoll. Ein Glück, dass sie nicht da sind und durch niemanden benutzt werden können. Die Beteiligung der Bundeswehr, Bundesmarine an der Vernichtung dieser Chemiewaffen, ist für mich eben kein klassischer Bundeswehreinsatz. Es ist kein klassischer Bundeswehreinsatz, den wir so ganz prinzipiell ablehnen müssen. Zumindest will ich das hier, soll ja zur Diskussion anregen, aufrufen. Denn alle Befürchtungen, das können wir am Ergebnis sehen, alle Befürchtungen, deutsche Soldaten würden damit in den Krieg geschickt werden, haben sich nicht bewahrheitet. Und im Hinblick auf die hohen deutschen Waffenexporte kann man die Beteiligung an der Vernichtung von Chemiewaffen gar als abrüstungspolitische Entscheidung begreifen. Die Debatten darüber, davon bin ich überzeugt, die brauchen wir und die müssen wir kontrovers und nicht abkürzend behandeln, weil wir ansonsten zu schnell in ganz schwarz und ganz weiß, was ja sehr häufig richtig ist, kommen. Nun wirken die nicht verhandelbaren Bedingungen, gerade was die Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, unter denen wir eventuell auch mitarbeiten würden, vielleicht sogar in einer Regierung, ganz bescheiden im Vergleich zu dem, was wir alles vorher. Daher ist wirklich das Entscheidende, und das glaube ich für fast alle Dinge, dass es endlich in diesem Bereich, was Abrüstung, was Friedenspolitik, was friedliche Außenpolitik betrifft, deutlichere Einstiegsschritte zumindest gibt. Das ist das, was auch unsere Aufgabe derzeit im Deutschen Bundestag als Oppositionsfraktion ist. Einstiegsschritte in diese Richtung. Im Moment ist gegen alle Beteuerung, geht die Reise in eine andere Richtung. Sie geht mehr oder weniger leise und was das Schlimme ist, sie geht nicht mit großem öffentlichen Widerstand daher. Das ist das Schwierige der jetzigen Situation und deswegen ist es ja so gut, dass der Saal heute hier so voll ist, dass wir gemeinsam diskutieren können, was unsere Strategien betrifft, dass dieses Kernthema linker Politik, Friedenspolitik, Friedenspartei zu sein, dass das mehr in der Öffentlichkeit mit unseren Ansätzen und Alternativen sich widerspielt.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche eine spannende, diskussionsreiche und ergebnisreiche Konferenz. Dankeschön.